Wenn es brennt oder Menschenleben in Gefahr sind, sind sie zur Stelle. Die Feuerwehrleute und Sanitäter der Duisburger Berufsfeuerwehr. Doch für schnelle Hilfe in Zukunft braucht es Nachwuchs. Beim Abend der Ausbildung können Interessierte sich über Karrieremöglichkeiten informieren, so auch Mats Neumann. Der 23-jährige Student könnte sich gut vorstellen, bei der Feuerwehr anzufangen. Natürlich auch diese Sinnhaftigkeit, absolut. Man hilft Menschen, man macht einen Einsatz, der wirklich einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Das ist immer gut, ist immer motivierend. Und an sich auch gerade die, beschrieb der Brandinspektor vorhin, die Arbeitsteilung, die man speziell auch hier hat zwischen dem Bürodienst, den man dann im gehobenen Dienst hat, und aber auch mit auf Einsätze fahren, ist natürlich ziemlich schön. Man sitzt nicht den ganzen Tag nur im Büro. Und andererseits, man ist irgendwann verbeamtet, klar, sichere Pension, alles sehr familienfreundlich, alle hier gefühlt begeistert von der Arbeit und dem Zusammenhalt. Also wirkt gerade nach einer, ja, sehr, sehr, sehr netten Arbeitsstelle. Jannik Keber hat bei der Duisburger Feuerwehr mehr als nur einen Job gefunden. Seit April ist er Brandmeisteranwärter und froh, diesen Schritt gegangen zu sein. Als Feuerwehrmann braucht er neben körperlicher Fitness vor allem Teamfähigkeit. Der Teamgeist steht bei der Feuerwehr ganz oben. Jeder muss sich auf den anderen verlassen können. Jannik ist sicher, bei der Duisburger Feuerwehr seinen Traumjob gefunden zu haben. Also ich bin jetzt noch nicht lange dabei. Ich meine, man unterhält sich viel, ne, auch mit den Leuten hier, die man auf den Wachen trifft. Wir waren natürlich auch auf den anderen Wachen schon. Es gibt keinen, der nicht sagt, das ist der geilste Beruf. Also wirklich jeder, den man anspricht, das ist der geilste Beruf. Wir kommen auf eine Wache, wir werden immer mit einem Lächeln begrüßt. Also es ist so, ach, ihr seid der neue Geil, so, hey, cool, schön, dass ihr da seid. Habt ihr irgendwelche Fragen? Also alle sind offenherzig. Es ist einfach, als ob man in eine große Familie stößt, so, als ob man neu dazukommt und direkt offenherzig aufgenommen wird. Das Ganze wird dann natürlich noch intensiver, wenn wir dann halt auch in den Schichten dabei sind. Die Bezahlung ist nicht schlecht, der Job ist ein absolut sicherer, die Verbeamtung ist grandios, also, ne, ist ein Benefit, ist einfach absolut super, kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, es ist einfach der geilste Job. Das Interesse an diesem Abend ist groß. Die Feuerwehrleute führen viele und ausgiebige Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern. Die Duisburger Feuerwehr unterscheidet sich von anderen Feuerwehren in der Region. Mit der Schwerindustrie und dem großen Hafen sind die Einsatzszenarien vielseitig. Doch die Duisburger Feuerwehr bietet noch mehr. Ja, die Feuerwehr Duisburg ist eine Feuerwehr, die wirklich einen guten Ruf hat, weil wir so ein Team Duisburg sind, zum Team Duisburg gehören. Wir sind eine relativ große Feuerwehr. Wir haben gute Entwicklungsmöglichkeiten, die wir dann bieten, nach der Ausbildung und nach einiger Zeit Erfahrung. Wir haben moderne Technik zu bieten. Wir haben gute Feuer- und Rettungswachen zu bieten. Und können durchaus sagen, Duisburg ist es. Wer eine kleine Kostprobe wollte, konnte zum Beispiel in luftige Höhen steigen und die Drehleiter erklimmen. Vielleicht waren schon einige Feuerwehrleute von morgen beim Abend der Ausbildung. Die Duisburger Feuerwehrleute brennen für ihren Beruf, das ist spürbar. Der Funke dürfte bei dem einen oder der anderen übergesprungen sein.